Ich habe die Slides mal auf Englisch vorbereitet, weil ich nicht genau wusste, wie hier so die Verteilung ist. Und wie das immer so der Witz dann irgendwie ist, wenn man über Technik spricht, ist natürlich mir meine Präsentation abgestürzt. Und ich habe heute früh dann irgendwie alles nochmal neu bauen müssen. Deswegen sind wir gerade so ein bisschen am Hasseln. Deswegen verzeiht mir, wenn das alles so ein bisschen jetzt improvisiert ist. Aber irgendwie wird das schon laufen. Die Kollegen von Rock City, vielen Dank auch nochmal für die Einladung, hatten mich jetzt angekündigt mit Social Media und so weiter. Das mache ich eigentlich alles gar nicht. Ich weiß nicht, wer deswegen hier ist und denen das jetzt nicht mehr interessiert. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann habt ihr jetzt eine Möglichkeit, jederzeit zu gehen sozusagen. Aber ich freue mich natürlich für die, die bleiben. Ganz kurz, also ich bin Claudia, ich bin komme ursprünglich aus der Film- und Musikindustrie, habe lange ein Label gehabt, lange Festivalmanagement gemacht und habe vor knapp 2 Jahren den Bundesverband Musiktechnologie mitgegründet. Das ist der weltweit erste Musiktechnologieverband. Hier ist auch noch ein Stuhl, wenn du einen möchtest. Genau, den habe ich zusammen gegründet mit damals 10 anderen Leuten. Der Hauptsitz ist in Berlin. Und ich bin seit ungefähr 8 Jahren mache ich Music Supervision, das heißt, ich platziere sozusagen Musik in Film und Advertisement und solchen Geschichten. Und ich bin seit 5 Jahren ungefähr ein sogenannter Creative Tech Advisor, das heißt für Kreativtechnologien, also alles, was an der Schnittstelle von Kultur und Kreativwirtschaft und Technologie sich befindet. Da berate ich Startups, aber auch Politik, Förderinstitutionen, große traditionelle Industriezweige, also wie eben wieder Filmwirtschaft, Musikwirtschaft und so weiter. Und im Januar letzten Jahres haben wir eine Firma gegründet, die heißt Wicked Work. Und unter anderem, also die hat so mehrere kleine Bausteine und ein Baustein davon ist eine sogenannte Booking-Agentur, die Wicked Artist heißt. Und da verbuchen wir quasi Künstler, die an den Schnittstellen von verschiedenen Technologien arbeiten. Zum Beispiel Moritz Simon Geist, wer den kennt, der baut Sonic Robots. Genau, das ist so ein Künstler, der sozusagen nicht nur Musik macht, nicht nur Tech macht, sondern eben an diesen Schnittstellen arbeitet. Und dafür gibt es irgendwie nicht so richtig so ein Netzwerk, was die Leute irgendwie unterstützt. Und das versuchen wir sozusagen aufzubauen. Das ist aber relativ frisch. Diese Agentur, wie gesagt, ist so eine Netzwerkagentur, die gibt es seit einem knappen Jahr. Genau. Wenn ich zwischendurch irgendwie viel Englisch spreche, also so Englisch, Deutsch, Englisch, dann verzeiht mir das bitte. Ich war gerade lange in den USA. Irgendwie, man kommt dann immer nicht so schnell wieder zurück. Aber ich bin bemüht. So, dann fangen wir mal an. Das ist eins meiner Lieblingszitate. In the race to adopt new technologies, the music industry historically has finished just ahead of the Amish. Wer die Amish nicht kennt, ist eine religiöse Gruppe, die sind die mit den Buggies, die immer noch mit dem Pferdewagen fahren. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ketzerisch. Man muss aber dazu sagen, dass Stan Kornin lange Zeit Executive bei Warner war. Also von daher, der weiß schon ungefähr, worüber er redet. Worüber ich heute reden will, ist im Grunde genommen ganz allgemein Trends, die sich gerade abzeichnen, was in Musik- und Entertainment-Industrie allgemein gerade passiert. Vorsicht mit der Cola. Nicht das. Genau, sorry. Genau, und ich würde das gerne irgendwie mit euch so ein bisschen betrachten, irgendwie, was sind so Trends und was bedeutet das eigentlich für Artists, wie sie neue Audiences finden können, also wie sie neue Zuhörer finden können, neue Fans finden können und diese Verbindung auch irgendwie qualitativ weiter ausbauen können. Vielleicht mal ganz kurz Handzeichen, wer von euch ist Künstler im weitesten Sinne des Wortes? Okay, wer von euch hat, ist im Label oder hat ein eigenes Label, ist Booker? Und wer von euch ist beides? Ist ja relativ wenig. Okay, gut. Sehr gut. Dann genau, würde ich einfach mal anfangen. Also ich habe so ein paar Unterpunkte und würde euch ein paar Clips zeigen und jederzeit bitte Fragen stellen. Also das, wir müssen auch nicht durchkommen durch alle meine Slides. Wenn euch irgendwas besonders interessiert oder ihr irgendwelche Fragen habt, dann gerne zwischendurch fragen. Das ist natürlich jetzt bloß ein ganz kleiner Einblick in das, was gerade passiert. Ich habe jetzt so einzelne Punkte rausgesucht, die ich besonders spannend finde. Will jetzt auch nicht so rumwerfen mit lauter Firmennamen. Ganz viele von den spannenden Startups, die sich gerade bewegen, sind alle noch in Beta. Also ganz viele Sachen kann man sich auch gerade noch nicht angucken. Deswegen kann sein, dass ich einfach nur einen Namen erwähne oder irgendwie eine Idee erwähne, die gerade entwickelt wird. Da müsst ihr mir einfach dann Bescheid sagen sozusagen, oder könnt mich gerne auch hinterher anschreiben, wenn ihr da nochmal genau den Namen wollt oder einen Link oder eine Verbindung zu den jeweiligen Firmen oder
Webseiten und so weiter. Genau, ich würde mal anfangen, also das Wichtigste sozusagen, wie ich finde, zumindest in der Beziehung zwischen Künstler und der Audience, ist nach wie vor irgendwie die Live-Experience, und das gibt es natürlich in verschiedensten Ausführungen. Das hier ist ein Bild, man sieht es glaube ich nicht so wahnsinnig gut, aber von der Zoo-TV-Tour von U2, das ist aus von 92, es war eine der ersten Bands, die irgendwie wirklich großflächig die multimedial gearbeitet haben. Damals auch noch als unmittelbare Reaktion auf die wahnsinnige mediale Präsenz bei dem, beim ersten Irak-Krieg. Und das ist sozusagen ein bisschen gespiegelt worden, wie bei CNN sozusagen mit diesen wahnsinnig vielen Screens ständig gearbeitet wurde, und das wurde dann ein bisschen politisch aufgegriffen und in die Tour mit eingebaut. Aktuell, von der aktuellsten Tour wollte ich euch ein paar Bilder zeigen. Ich weiß nicht, wer von euch hat die von Barry Cage was gehört? Wer war vielleicht auf dieser Tour? Also man sieht das hier nicht so ganz so gut. Ich habe leider auch keinen Pointer. Also ihr seht ja sozusagen, wo unten die Audience quasi ist, und dann, wo ihr die Lichter seht, da ist sozusagen das untere Ende dieses Cages, also dieses Käfigs, und das obere Ende des Käfigs. Und dazwischen gibt es quasi wie eine Art Laufsteg. Und die Band konnte sozusagen immer in diesen Laufsteg reinlaufen, in diesen Käfig reinlaufen. Der war, glaube ich, 35 Meter lang. Und ich zeige euch jetzt mal nochmal andere Bilder, wie der dann erleuchtet aussieht. Und den Vorteil, den das natürlich hat, ist, dass man diese Screens, also man steht sozusagen nicht mehr frontal zur Bühne, sondern man ist quasi dort, wo man steht, und hat verschiedene mediale Eindrücke, und es gibt im Grunde genommen keine schlechten Plätze mehr. Also die unten sehen, haben natürlich extreme Nähe sozusagen zu den Bildern, und die aber sitzen auf den, ich sag jetzt mal, billigeren Plätzen, die haben trotzdem irgendwie noch eine extreme Nähe sozusagen zu dem, was projiziert wird. Das ist dann verschieden medial sozusagen aufgefasst worden. Zum einen konnte man die Band tatsächlich live spielen sehen auf diesem Walkway, also auf diesem Laufsteg. Zum anderen wurden tatsächlich irgendwie auch sowas wie eben Comic-Adaption sozusagen vom Band-Image projiziert auf diesen Cage. Dann gab es eine B-Stage, und diese B-Stage hatte bestimmte Punkte, das seht ihr jetzt auch zum Teil gezeichnet, dort wo auf der Fläche quasi diese erhellten Punkte sind. Oben drüber gibt es verschiedene Sensoren und Kameras. Und es gab für die Band sozusagen ganz bestimmte Cue-Punkte, auf die sie sich stellen musste, damit nämlich Folgendes passieren konnte. Es wurde dann aus dieser B-Stage quasi dann nochmal extra andere Bilder abgefilmt, die dann in diesem runden, auf dieser runden Leinwand sozusagen abgebildet wurden, auf diesen runden Projektionsflächen. So, jetzt gehe ich mal weiter zu einem der nächsten Superstars. Justin Timberlakes 2018er Tour Man of the Woods. Ich weiß nicht, irgendeiner war da bei diesem Konzert, sind jetzt alles große Artists. Ja. Hast du noch... Das war wirklich krass, also was der da alles aufgefahren hat mit irgendwie Gräsern, die aus dem Boden hochkommen, mit noch einem verschiedenen, einem Laufsteg noch, mit den ganzen Bäumen und so. Also es war wirklich... Ja, also wie man das hier schon sieht, es werden sozusagen neue Welten aufgebaut auf mehreren Ebenen. Ich blätter das mal kurz weiter, also einfach nur, um so Eindrücke zu zeigen, weil das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die Shows sind, auf die jeder von uns jetzt im Raum hier geht. Hier dann auch nochmal, also das ist sozusagen, also selbst in Zeitverzögerung, hier sieht man das, was du beschrieben hast mit den Bäumen, ganz links im Bildrand. Genau. In der Tour davor, da hat er sozusagen, also während des Konzerts ist die Bühne sozusagen von einer Position auf die andere gewandert, sozusagen während des Konzerts über die Köpfe der Leute hinweg. Was sagt uns das jetzt alle? Wir alle haben irgendwie keinen, möglicherweise hoffen, also vielleicht bald mal, aber jetzt gerade vielleicht noch nicht das Geld, irgendwie diese solche Art von Shows sozusagen aufzusetzen, solche Art von Technologie irgendwie einzusetzen, diese Teams zu beauftragen. Das ist unglaubliches Geld, spiegelt sich natürlich auch in den Konzertticketpreisen wieder. Was ich aber damit zeigen wollte, ist sozusagen, dass selbst Künstler auf diesem Niveau den Druck verspüren oder auch das Bedürfnis verspüren, sozusagen immer an der Vorfront zu sein, irgendwie was geht. Also was ist neu, wie kann ich sozusagen meinem Publikum zusätzlich zu meiner Musik, die sich möglicherweise und hoffentlich weiterentwickelt, auch visuell irgendwie was bieten, auch soundtechnisch was bieten und tatsächlich auch als Experience, also als Live-Experience, wo man nochmal viel direkter mit den Leuten in Kontakt kommen kann. Und das ist natürlich auch ein Motor, um dann große Touren, große Tourneen irgendwie auszuverkaufen, weil die Leute das natürlich dann live sehen wollen. Ansonsten kann man sonst vielleicht sagen, ich kaufe mir dann irgendwie das Live-Album oder stream das dann oder so, aber das ist tatsächlich dann eine Experience, die will man dann nicht verpassen, und das führt dann möglicherweise dazu, dass jemand nochmal eher dazu neigt, irgendwie nochmal 100 Euro, 150 Euro, was diese Shows ja kosten, irgendwie zu kaufen. Deswegen das nur als Hinweis sozusagen, also das Bedürfnis und auch ein bisschen der Druck und vor allen Dingen auch die Möglichkeiten, als Künstler sich sozusagen als innovativ zu präsentieren, geht nach wie vor bis in die erfolgreichsten
Künstlerebenen sozusagen rein. Und ich kann das bloß betonen sozusagen, dass egal wie am Anfang ihr in eurer Karriere seid oder wie jung ihr seid in der Karriere, das ist sozusagen, da vergessen, glaube ich, viele Künstler aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht jetzt auch vom Verband oder auch von der Agentur, konzentrieren sich Künstler, glaube ich, darauf, irgendwie erstmal ihre Musik sozusagen hinzukriegen, gut zu schreiben, ein gutes Team zu finden, irgendwie, was sie unterstützt. Aber vergesst sozusagen nicht gleich am Anfang so nah wie möglich dran zu sein an dem, was sich als neue Technologien sozusagen entwickelt. Weil in ganz vielen Fällen ermöglicht euch die Technologie tatsächlich, bestimmte Schritte irgendwie zu überspringen. Also ob es jetzt ein Vertrieb ist, ob es jetzt irgendwie Management-Tools sind und so weiter. Man muss nicht zwingend irgendwie darauf warten, bis man den großen Plattendeal bekommt, sondern man kann irgendwie verschiedene Technologien nutzen, um sich tatsächlich weiterzuentwickeln. Bis zu einem Punkt, wo man sich es entweder leisten kann, wirklich ein eigenes Team aufzubauen oder wo sich vielleicht auch die Karriere so ein bisschen verselbstständigt und irgendwie bestimmte Dinge gar nicht mehr notwendig sind. Aber deswegen, also für uns ganz wichtig, und deswegen haben wir auch den Verband gegründet, diese Brücke zu schlagen zwischen was als traditionelle Modelle irgendwie wahrgenommen wird, also Label Relationships, auch im Verlag und so weiter, und das anzureichern mit den Möglichkeiten, die technologisch irgendwie zur Verfügung stehen. Und deswegen, also guckt euch um, ihr seid ja nur alle schon hier, also ihr seid ja die, die sich sowieso interessieren, aber guckt euch um, was für Möglichkeiten geboten werden. Und ich kann euch bloß aus der Sicht der Startups und der Unternehmen berichten, dass die wirklich extrem nach Künstlern suchen, die bestimmte Ideen sozusagen ausprobieren. Also mit welchem Content kann man irgendeine neue Idee, irgendeine neue App, wie auch immer, sozusagen umsetzen. Und die haben extreme Schwierigkeiten, sozusagen diese Verbindung herzustellen. Also Künstler zu finden, die daran Interesse haben und die nicht quasi sagen, du, ich bin das mal im Proberaum, ich habe noch nicht mal ein Album draußen. Also es ist kein Zeitpunkt in der Karriere zu früh, um damit anzufangen. Und wenn ihr daran Interesse habt, wie gesagt, dann connectet euch gerne mit uns irgendwie, dann können wir da auch Verbindungen herstellen. Also wir hören immer wieder von unseren Startups sozusagen, dass die Schwierigkeiten haben, an Künstler ranzukommen. Und dafür muss man jetzt nicht zwingend irgendwie jemand sein, der schon bekannt ist. Kannst du da Beispiele nennen, für was für technische Freaky-Sachen die machen würden? Freaky-Sachen? Also ich habe jetzt irgendwie gar keine konkrete Idee. Ja. Ja, also es gibt zum Beispiel ein Startup, die machen Notensoftware, Notationssoftware, und ganz viele Künstler, glaube ich, denken darüber überhaupt nicht nach, dass Notation, also wirklich physische Noten oder digitale Noten sozusagen für sie überhaupt relevant sind. Aber es geht ganz oft irgendwie darum, einfach nur bestimmte Prinzipien auszuprobieren, also bestimmte Programmierungssoftware auszuprobieren für so ein Startup. Deswegen, das muss noch nicht mal zwingend sein, dass deine Musik, also dich kennen vielleicht noch wenige, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand deine Noten im Netz sucht, ist vielleicht relativ gering, aber in dem Moment, wenn du vielleicht über diesen Erfolg der Notationssoftware dann einfach als Artist gefeatured wirst, hast du ja sozusagen schon einen Bekanntheitsgrad erreicht, und die haben den Vorteil, dass sie bestimmte Sachen ausprobieren konnten. Was gerade ganz weit vorne ist, aber da springen jetzt auch ein paar Punkte, aber ist die Verbindung von künstlerischer Schöpfenskraft, also Kreativität, menschlicher Kreativität und Machine Learning und künstlicher Intelligenz. Und da gibt es irgendwie ganz viel Ängste sozusagen, weil denjenigen, die programmieren, immer vorgeworfen wird, dass sie quasi den Künstler an sich obsolet machen, und wiederum die Künstler haben davor auch Angst, aber es ist tatsächlich, bietet Möglichkeiten an, irgendwie sein eigenes künstlerisches Schaffen sozusagen so viel, um so viel Nuancen sozusagen zu erweitern und seine Strahlkraft irgendwie auch zu potenzieren. Also es gibt zum Beispiel gerade eine Software, die habe ich jetzt leider nicht, das Promo-Video dabei, das war leider auf der Festplatte, die in Berlin geblieben ist. Die heißen AI Music, sitzen in London. Und da, die haben die Möglichkeit, die Technologie heißt Shapeshifting. Und du kannst quasi einen Song, der wird ausgelesen, vereinfache jetzt mal ein bisschen die Begriffe, aber der wird ausgelesen quasi von einer künstlichen Intelligenz und kann in verschiedene Richtungen bewegt werden. Also das heißt, ich als Music Supervisor habe jetzt einen Film und brauche irgendwie was ein bisschen jazzy klingt, finde aber irgendwie einen Song von dir total toll, du machst aber vielleicht eher Rock. Aber ich finde sozusagen dein Tempo super, ich finde irgendwie deine Stimme toll und ich finde irgendwie deinen Text super. Und passt genau irgendwie zu meiner Szene, passt aber vom Feeling her nicht. Ist halt keine rockige Szene, ist halt eher eine jazzige Szene. Jetzt nehme ich sozusagen diese Technologie und sage, ich möchte genau deinen Song irgendwie haben, möchte das aber jazzy haben. Und dann entwickelt sozusagen, also wirklich in Echtzeit mittlerweile, kann das sozusagen diesen Song verändern in eine jazzige Version. Das hätte irgendwie ewig gedauert, sozusagen das im Studio zu machen, hätte sehr viel gekostet. Am Ende hätte man vielleicht festgestellt, so richtig passt
passt jetzt doch nicht. Oder ich gebe es meinem Kunden und der Kunde sagt, ja, nee, irgendwie habe ich mir doch was anderes vorgestellt. Und diese Möglichkeiten sozusagen super schnell, also gerade beim Synken, also bei der Verbindung sozusagen von Musik und Bild, also audiovisuellem Content, da sozusagen die Möglichkeit zu haben, in Echtzeit auszulesen, irgendwie was besser auf meine Szene passt, das direkt zu cutten. Ich habe nachher auch noch ein Tool mitgebracht, das können wir auch in Echtzeit dann mal versuchen. Da werden Musikvideos mithilfe von künstlicher Intelligenz sozusagen direkt auf einen Song in Echtzeit quasi draufgeschnitten. Und diese Möglichkeiten sozusagen auszuschöpfen, ne, das bedeutet, ich hätte vielleicht sonst deinen Song nicht nehmen können, dir sozusagen diese Sync-Möglichkeit nicht anbieten können, das Geld dir nicht anbieten können, einfach weil du vielleicht im Bereich Rock tätig bist und nicht im Bereich Jazz und so. Aber ansonsten finde ich jetzt sozusagen deinen Song toll und dich als Künstler toll. Und diese Möglichkeiten sozusagen, dass man aus einem Song sozusagen plötzlich 42 oder 200 oder unendlich viele Varianten sozusagen des eigenen Songs sozusagen abbilden kann und das in Echtzeit irgendwie auch einem Kunden anbieten zu können, das sind einfach Möglichkeiten sozusagen, die eröffnen euch so viel mehr Varianten irgendwie, wie ihr auch den Probenraum bezahlen könnt oder eure Miete zahlen könnt oder so, ne? Obwohl ihr ansonsten gar nicht rangekommen werdet. Genau, das ist jetzt so mal bei einer zu zwei Beispiel. Gibt es noch andere Fragen gerade? Oder? Ja, dann würde ich mal kurz weitergehen. So, genau, jetzt waren wir bei Live Experience. Also wie gesagt, es ist immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Die zweite Sache, die auch unmittelbar mit Live Experiences zu tun hat, ist die Frage der Interaktion. Das betrifft sowohl kleine Konzerte als auch große Konzerte. Ich habe jetzt hier mal wieder ein Beispiel für einen großen Künstler sozusagen mitgebracht. Das sind ist von der Coldplay Head of Head Full of Dreams Tour. Die hatten, ich weiß nicht, ob da einer da war, da könnt ihr vielleicht davon berichten. Nee. Genau, ich zeige euch das mal. Also da wurden quasi sogenannte Xylo-Bands, also die also hat ja einen Song, der sozusagen Xylo heißt. Und da gibt es diese Xylo-Bands, die sahen so aus. Und diese Wristbands wurden sozusagen, die hatten einen kleinen Sensor drauf und die wurden quasi angesteuert während des Live-Konzertes. Jetzt versuchen wir mal das Unmögliche und versuchen mal einen Clip hier abzuspielen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das ist vom Konzert in Mexiko. Natürlich jetzt schlechte YouTube-Qualität. Sorry, das ist so ein bisschen. Ja. Hilfe! So. So, das war jetzt sozusagen ein Beispiel, wie das einfach komplett in bunten Farben angeleuchtet wird. Was die aber gemacht haben, ist, wie ihr seht, hat es ja unterschiedliche Farben und die haben sozusagen unterschiedliche Segmente der Bühne angesteuert. Und jedes Band konnte quasi nicht nur eine Farbe, sondern konnte das komplette Spektrum. Das heißt, man konnte bestimmte Blöcke sozusagen farblich markieren, sage ich jetzt mal, also in bestimmten Farben aufleuchten lassen. Und was die gemacht haben, ist sozusagen, die haben verschiedene Gruppen, also alle, die jetzt in dem Moment weiß aufleuchten, die sollten dann irgendwie jetzt klatschen. Und alle, die irgendwie rot gerade aufgeleuchtet sind, die sollten dann irgendwie hochspringen oder so. Also irgendwie so ganz einfache Sachen. Aber nur daran sieht man irgendwie, wie man dann mit der Audience sozusagen über das tatsächliche, also irgendwie animieren oder so, dass man auch mit so Farbbändchen zum Beispiel da einfach eine gewisse Dynamik irgendwie reinbringen kann und eine Zusammengehörigkeit hereinbringen kann. Diese Bändchen konnte man auch behalten danach. Also es gab auch die Möglichkeit, die wieder abzugeben. Das erzeugt natürlich dann auch irgendwie noch so ein bisschen, sehen jetzt ein bisschen klobig aus, das gibt es jetzt heute schon irgendwie besser. Genau, also erzeugt auch sozusagen über das Konzert hinaus dann noch eine gewisse Verbundenheit irgendwie zu dem Konzert. Auch hier wieder die Frage, klar, das ist Coldplay, die spielen da irgendwie vor 70.000 Leuten. Wer soll sich das leisten können, wenn ich ein kleines Konzert mache? So.
Da gibt es aber dann sozusagen bestimmte Companies, die sich darauf spezialisieren. Das zum Beispiel ist auch ein Armband, das kann man für verschiedene Dinge benutzen und das kann man zum Beispiel eben auch für diese Ansteuerung, für eine farbliche Ansteuerung nutzen. Kann man aber auch nutzen, um zum Beispiel die Daten auszulesen. Klar, die kann man sozusagen am Beginn eines Konzertes, also diese Company, die gibt sozusagen für einen Konzertveranstalter, gibt die auch umsonst raus. Man nutzt die dann auf dem Event, gibst du dann sozusagen, wenn die Leute am Eingang reinkommen, kein Klebebändchen, kein Tyvek-Bändchen, sondern gibst zum Beispiel das aus. Kannst dann die Leute direkt während des Events sozusagen auch noch anschreiben. Das ist natürlich bei großen Events immer einfacher, bei Festivals besonders praktisch, auch für so Notsituationen, dass man sagt irgendwie, hey, es kommt irgendwie eine Sturmwarnung oder so, ne, bitte achtet da drauf. Und man kann natürlich diese Daten nutzen, wenn das der jeweilige User freigeschaltet hat, für eine Auswertung danach. Also wo bewegen sich die Leute, ne, innerhalb des Festivals und so weiter. Also auch das gibt es sozusagen schon in einem kleinen Kreis. Dafür muss man jetzt nicht wie bei Codeplay sozusagen im großen Rahmen diese Bändchen dann gekauft haben. Für so einen ganz kleinen Kontext, ich kann es mal sagen, also versucht alles, was ihr ausgibt, was ihr investiert, sozusagen immer sofort als Cross-Promotion zu nutzen. Also wir haben zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz einfacher Trick nur, also wir hatten auf Konzerten sozusagen, wenn wir eine Vorband haben, ganz oft ist es ja so, die Bands sind dann aufgeregt, die sagen dann ihren Namen nicht, dann gibt es irgendwie kein Poster, weil noch kein Geld dafür da ist, irgendwie einen Banner zu drucken oder so, oder es gibt keine Zeit für die Vorband zu branden, weil eben der Changeover sozusagen zur Hauptband dann zu knapp ist oder so, macht es zum Beispiel auf dem macht Tyvek-Bändchen, das kann man auch bestempeln, man muss das nicht bedrucken, auch wenn Bedrucken sozusagen schon sehr billig ist, macht entweder den Namen von dieser Band drauf oder im Idealfall, wenn die Band sozusagen das gut timen kann, einen Link, einen Code, einen QR-Code, wie auch immer, also es kann verschiedene QRs natürlich immer am einfachsten, weil es dann direkt ausgelesen werden kann und verknüpft sozusagen davon die erste Single oder so von dieser Vorband. Also sprich, der sozusagen ein Bändchen für das Hauptkonzert hat, erinnert sich dann sofort, also wenn ihm die Musik der Vorband gefallen hat, erinnert sich sozusagen dran, was ist das irgendwie für wie heißt die Band und kann sofort diese Musik sozusagen auch zum Teil natürlich kann man dann entscheiden, ob man das umsonst runterlädt oder nur als Stream irgendwie macht. Aber das ist sozusagen eine ganz einfache Sache. Dass da, ne, also da reden wir irgendwie bei einem kleinen Konzert über 100 Bändchen, die vielleicht einer mit Hand stempeln muss abends beim Fernsehen. Und das macht aber sozusagen so einen Unterschied, wie du dich verknüpfst sozusagen mit der Vorband oder auch mit der Hauptband. Ich weiß nicht, wer auf der Crow-Tour war. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, 6 Jahre her oder so. Da hatten die zum Beispiel große Leinwände genommen und hatten einen Applausometer. Das kennt man ja vielleicht noch von so ganz peinlichen Fernsehsendungen. Und da ist es dann sozusagen aktiviert worden, dass man, dass die Band sozusagen erst dann wieder auf die Bühne kam, dann für einen Encore oder für die zweite Teil der Show, wenn sozusagen bei dem Applausometer eine bestimmte Dezibelzahl irgendwie erreicht wurde. Ne? Also allein über so eine ganz einfachen Sachen kann man dann sowas aktivieren. Ich komme später noch darauf, aber wie ich gerade schon erwähnt hatte, sozusagen diese Verlinkung zu einem kostenlosen Download von bestimmten Content, ist auf jeden Fall immer eine hilfreiche Strategie, dass man die Leute irgendwie nachhaltig an sich bindet, weil die meisten gehen ja irgendwie nach dem Konzert dann nochmal irgendwo eintrinken oder quatschen mit ihren Leuten, vergessen dann irgendwie, was sie gehört haben oder dass sie die Band cool fanden und dann ist das sozusagen wieder verloren. Und deswegen, wenn man sowas hat, entweder einen Discount-Code irgendwie, um danach irgendeinen Live-Mitschnitt irgendwie für billiger oder kostenlos sozusagen runterzuladen. Aber die eigentliche Währung dahinter liegt ja immer die Zugriffe sozusagen über die analytische Auswertung dann von, also wie viele Leute haben das nachverfolgt, woher kommen die Leute, wo sitzen die und so weiter und so weiter. Also diese Bindung sozusagen über das Event hinaus, das ist irgendwie ganz wichtig und ich glaube, dass viele das sehr vernachlässigen. Gibt es dazu Fragen? Gut, dann würde ich übergehen zu Immersive Experiences. Das ist so eins meiner Lieblingsthemen, weil ich glaube, dass das völlig unterschätzt wird. Die meisten denken bei Immersive immer an VR-Brillen und also diese schrecklichen Brillen sozusagen, mit denen man dann irgendwie keinem mehr wirklich im realen Leben irgendwie begegnen kann oder so und so ein bisschen ausgeschlossen ist. Da gibt es aber sozusagen weit mehr als nur die Devices. Und ich glaube, dass Künstler das irgendwie grundsätzlich unterschätzen, weil es natürlich auch nochmal eine zusätzliche Kunstform jetzt, sage ich mal, ist, ein neues Medium ist, sich damit auseinanderzusetzen und viele verpassen, glaube ich, gerade so ein bisschen den Anschluss, was das eigentlich für die Karriere bedeuten könnte, wie viel neue Möglichkeiten sozusagen irgendwo aufzutauchen und auch damit Geld zu verdienen, irgendwie es gibt. Mit Immersive Experiences bezeichne ich natürlich zum einen irgendwie die ganzen Mixed-Reality-Sachen, also ob das jetzt AR ist oder VR, das sind so die hauptsächlichen Sachen und immer mehr aber tatsächlich die Vermischung aus realer Wahrnehmung und dann verbunden irgendwie mit Technologie. Ich gebe gleich ein paar Beispiele.
Das kann man sowohl in der Bewerbung, also in der Promotion von einem neuen Produkt, neuem Content sozusagen verwenden, als auch tatsächlich auf Konzerten selber. Und dann gibt es natürlich auch diese ganze Ebene von, wie kann man Live-Experiences sozusagen in den virtuellen Raum holen. Und auch da gibt es sozusagen extrem viele Beispiele. Es gibt aktuell ein neues Projekt in Berlin auch, die heißen Granola Studios. Da kann man sich zum Beispiel selber einen Kunden, also einen Musiker-Avatar bauen zu sich selber und die Fans können quasi über die Plattform dann mit diesem Künstler auf der Bühne stehen. Wird dann über verschiedene Kameras und so gemacht, aber du hast quasi die tatsächliche Erfahrung, wie du mit deinem Lieblingskünstler oder mit einem Künstler, egal wie, je nachdem, sozusagen auf der Bühne stehst und wie das ist, sozusagen mit dem Publikum zu interagieren und mit dem zusammen zu spielen. Das Ganze kann man sozusagen auch wieder dann real auf einer Leinwand abbilden, dass du quasi als Person dann mit diesem Avatar zusammen tanzt oder spielst. Also das haben die so nicht geplant, aber es hat auf jeden Fall den Vorteil auch, dass wenn du, sagen wir, du bist Sängerin und hast deinen Bassspieler, kennst jemand Interessantes, der irgendwie in Südafrika sitzt und Bassspieler ist und hast irgendwie den Nächsten, der irgendwie in L.A. gerade auf der Tour Schlagzeug spielt und du kannst sozusagen über diese Plattform auch diese Künstler sozusagen zusammen spielen lassen. Also man kann das so synken, dass du quasi nicht am selben Ort sein musst, sondern als Band zusammen spielst, eben dann virtuell, aber tatsächlich mit den echten Künstlern. Und das ist natürlich... Granola Studios heißen die. Ach, das sind die. Genau, also da gibt es verschiedene Plattformen, die das mittlerweile versuchen, also dass man eben über Grenzen hinweg sozusagen eine Band virtuell zusammenstellen kann. Unter anderem macht Hans Zimmer sowas auch mit, macht da verschiedene Experimente, also bekannte Filmkomponisten, der ist ja auch schon, glaube ich, deutlich über 70, wenn nicht sogar noch mehr. Genau, sozusagen, die versuchen das auch, also hat natürlich auch verschiedene Vorteile, man muss nicht mehr am selben Ort sein und es hat natürlich eine mediale Strahlkraft, auch sowas auszuprobieren. Das gibt es schon, also in verschiedenen, also Granola ist ganz jung, die kommen aus dem Games-Bereich ursprünglich und das ist auch eins, genau, die bauen das sozusagen gerade auf, bauen verschiedene Avatare, bauen diese Plattform gerade auf, die waren gerade mit uns auf der South by Southwest in Texas, haben das da irgendwie auch promoted und da geht es jetzt wirklich darum, sozusagen auch so Tracks zu finden und das ist zum Beispiel auch, um zu der Frage zurückzukommen, so eine Firma, die tatsächlich dringend nach Künstlern zurück, die einfach Bock auf sowas haben, das ausprobieren wollen mit ihren Kampagnen und mit ihren neuen Produkten oder mit ihren neuen Alben oder so. Genau. Eine weitere Dimension von den Immersive Experiences ist tatsächlich Spatial Sound, also Sound, der sozusagen nicht zweidimensional arbeitet, sondern drei, vier und mehr, noch mehr in mehr Dimensionen arbeitet und auch das wird, glaube ich, unterschätzt. Das ist wahr. Also so. Es ist schon sozusagen eine eigene Form der Produktion, sozusagen auf mehr Dimensionen sozusagen zu produzieren. Aber auch das wird mittlerweile alles über Software sozusagen gestützt und angeleitet. Und das ist nichts, was man sich sozusagen nicht selber drauf schaffen kann, ohne jetzt da nochmal ins Studium gehen zu müssen. Das Hauptproblem dabei ist aber tatsächlich, selbst wenn man diese Software irgendwie hat, man hat dann eben als Künstler sozusagen ganz oft nicht die Möglichkeit, in Räume zu gehen, wo man das mal ausprobieren kann. Also man produziert dann irgendwas und hört es aber gar nicht, was den Unterschied macht. Also produziere ich das in der einen Art und Weise, wie würde das jetzt im Raum klingen? Wie klingt das in einem Raum, der diese Größe hat? Wie klingt das in einem Raum, der irgendwie so groß, wie es über und gefährlich ist oder so? Und das ist sozusagen eins der Hauptprobleme grundsätzlich, glaube ich, bei den immersiven Experiences, dass also auch vor allen Dingen bei VR und den ganzen Devices, dass es eigentlich keine Orte gibt, wo Künstler, die tatsächlich den Content schaffen könnten für diese ganzen neuen Technologien, das ausprobieren können. Das heißt sozusagen, die Technologien haben keinen Creative Content, und der Content hat keine richtigen Devices, die Spaß machen. Und das ist sozusagen ein Hauptproblem, gerade weltweit. Und wir haben jetzt, wir arbeiten gerade mit den, also der Verband und auch Wickedwork, wir arbeiten gerade zusammen mit den Abbey Road Studios. Die haben auch ein eigenes Studio aufgebaut, was nur, also mit Spatial Sound sozusagen arbeitet, mit Dolby Atmos. Das ist fünfdimensional. Und wir arbeiten mit Abbey Road gerade daran, dass wir in Berlin einen physischen Ort sozusagen bauen, der als Lab gedacht ist, wo quasi die ganz aktuellen Technologien, Devices, aber auch andere Technologien, sozusagen die am Software und so weiter, dass die verfügbar sind an einem physischen Raum und dass dort Künstler hinkommen können und das einfach ausprobieren können und dann in einem Raum, der tatsächlich ausgestattet ist mit 84 Boxen, so ist momentan der Plan, dass man tatsächlich mal im Raum stehen kann und schauen kann, wie klingt das eigentlich, was ich da gerade produziert habe. Und dass es dort so eine Begegnungsstätte gibt, sozusagen zwischen den Leuten, die Content kreieren,
Medien, sprich euch, den Content sozusagen technologisch, also technisch umsetzen, das sind dann eben die Entwickler, und dann auch noch einer dritten Zielgruppe, das sind die, die diesen Content in den meisten Fällen kaufen. Und das ist vor allen Dingen momentan, sind Marketingagenturen oder Agenturen, die sozusagen an große, mit großen Kunden sprechen und vor allen Dingen für Messeauftritte und so weiter sehr interessiert sind daran, neue Wege natürlich zu beschreiten und diesen mehrdimensionalen Sound irgendwie anzubieten. Und diese Agenturen haben sozusagen weder den Zugang für die richtigen Künstler, noch sozusagen den Zugang, um das mal auszuprobieren, oder verstehen in den meisten Fällen auch gar nicht, wie das genau klingen soll. Ein furchtbares Beispiel aus dem letzten Jahr zum Beispiel, da hat eine sehr bekannte Autofirma sozusagen für ein Etat von 80 Millionen Euro auf der Automesse irgendwie sich Spatial Sound eingekauft, was ja wirklich ein krasses Budget ist. Jeder würde träumen, dann nur einen Bruchteil davon zu kriegen. Und dann ist das sozusagen, haben wirklich auch einen tollen Präsentationsplatz gehabt. Da haben nächtelang irgendwie zwei Teams das aufgebaut mit diesen ganzen Boxen. Dann kam am nächsten Morgen der Architekt, hat gesagt, die Boxen sind ganz schön hässlich, da machen wir mal überall eine Verkleidung drüber. Und dann kam irgendwie am Tag der Eröffnung, im Grunde genommen kam dann der Kunde und hat gesagt, ja, jetzt macht doch hier mal die Maschine an. Und dann haben die natürlich das angemacht, also die Sound Engineers kamen und haben gesagt, ja Leute, aber wie stellt ihr euch das denn vor? Also wenn das alles verblendet ist, wo soll denn der Sound rauskommen? Und dann ist sozusagen dem Künstler nicht gesagt worden, auf was er produzieren wollen, hat auf 2D sozusagen produziert, kam also auch super teurer, wichtiger Künstler und so, kam an dem Tag sozusagen auch hin, hat dann, hier ist mein Stick, spiel mal drauf, und hat überhaupt nicht darauf produziert, was dort gebaut wurde. Also sprich, das war an allen, ist natürlich auch ein Kommunikationsdesaster, aber an allen Stellen ging das nicht zusammen. Der Kunde, der Architekt, der Messebauer, die haben nicht verstanden, worum es da eigentlich geht. Dem Künstler ist es nicht gesagt worden, der Künstler konnte es nicht umwandeln. So, und dann stehst du da, ne? Und das Ergebnis von dem Ganzen war dann kommt irgendwie der richtige Kunde, also sozusagen die C-Level-Ebene, und kommt dann da rein und sagt so, ja, so richtig rocken tut das aber nicht. Ja, und dann denkst du dir halt, okay, Leute, ihr habt aber natürlich nichts davon von dem gehört, was geplant war und was das eigentlich kann. Und das ist aber das Problem sozusagen, also man dreht sich dann so ein bisschen im Kreis, also irgendwer verbreitet dann sozusagen, ja, also irgendwie dieses Spatial Sound, das ist alles auch bloß so ein Hype, aber man hört halt eigentlich gar nicht richtig, was das kann, weil es diese Orte nicht gibt und eben nicht genug Möglichkeiten gibt für Künstler, das auszuprobieren. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, also wir arbeiten sozusagen daran, einen solchen physischen Raum irgendwie zu bauen. Es ist auch im Gespräch, das hier in Hamburg zu machen. Ist auch alles nicht so unkompliziert, aber ich kann euch bloß nahelegen, irgendwie haltet da die Augen auf, irgendwie, weil das ist auf jeden Fall die Zukunft. Es gibt so viele Möglichkeiten, also alles, was in Games stattfindet momentan, ist mehrdimensional mit einem Sound aufgebaut und wird sozusagen visuell und in der Verbindung dann mit dem Sound sozusagen, das ist da, wo die Zukunft hingeht. Und da habt ihr so viele Möglichkeiten, sozusagen eure Musik zu platzieren, darauf zu produzieren und wirklich auch Geld zu verdienen, weil da ist momentan, wird das Geld gemacht. Also sozusagen bei solchen Zündmöglichkeiten. Raum in Arbeit heißt, der wird jetzt schon gebaut oder ist es noch kurz davor? Mhm. In Berlin gebaut? Ja, also den Raum gibt es. Wir haben sozusagen die Sponsoren das zusammen. Und also ich denke mal, wir hoffen, dass wir so im September, Oktober damit rausgehen können. Wo in Berlin? In Kreuzberg. Ja, wie kommt man denn an die Firmen ran? Über euch, über den Verband? An die Firmen, mit denen du das lernen kannst? Also die Softwarefirmen? Ja, genau. Oder? Ja, weil genau. Weil da ist so viel Markt drin. Genau, also ihr könnt gerne immer uns sozusagen fragen, was ist möglich. Wir arbeiten auch gerade an solchen Empfehlungsbausteinen. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir als Verband sozusagen unabhängig sind. Also wir dürfen sozusagen keine Produktempfehlungen im Grunde genommen geben. Ne? Das kann man dann nur über andere Ebenen irgendwie abbilden. Wir bauen aber gerade ein sogenanntes Music Tech Directory. Da geht es eben genau darum zu sagen, hey, ich bin irgendwie Musiker. Also in welcher Kategorie sozusagen an suchenden Personen sozusagen bist du? Musiker oder Label oder wie auch immer. Und ich suche alle Startups, die sich in Deutschland aufhalten, die mit Blockchain arbeiten oder die mit Spatial Sound arbeiten oder so. Und dann spuckt dir sozusagen dieses Directory das aus und dann kannst du das selber sozusagen nachverfolgen. Das ist aber auch in Arbeit, das macht halt irre viel Arbeit, das auch aktuell zu halten. Leider haben ja viele Startups auch eine sehr geringe Lebenszeit aus verschiedenen Gründen. Und dann hast du irgendwie gerade einen bestimmten Stand erreicht und dann ist schon wieder aus mit der Idee. Genau, aber das sind sozusagen so Tools, die wir versuchen sozusagen als Verband aufzubauen. Weil es das einfach nicht gibt und weil eben das schwer zu googeln ist, gerade wenn man gar nicht weiß, wonach man sucht. Und genau. Es gibt aber zum Beispiel eine Software, die heißt Mountain Rocks. Und da müsstet ihr mal, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt an der SAE studieren oder an der BIM studieren oder so. Da gibt es aber sozusagen auch studentische Lizenzen. Also da kann die Schule quasi eine studentische Lizenz einkaufen und dann einfach das zur Verfügung stellen. Problem aber auch da wieder, du produzierst dann quasi auf mehrdimensional, muss das aber irgendwie hören können. Das geht sozusagen bei dem Kopfhörer los, der das abbilden kann, muss, und geht dann sozusagen weiter über Räume und so weiter.
Dieses Lab in Berlin, das wird dann auch so sein, also das ist skaliert auf, das hat auch, also so dreiteilig, und es hat auch einen Raum, der ungefähr 150 Leute fasst. Also es wird dort auch Konzerte geben, wo man solche Sachen ausprobieren kann. Und das ist so gedacht, dass dieser Raum dann skaliert werden kann. Also ich weiß nicht, wer in Berlin mal im Kraftwerk war. Das ist so ein Raum, der sich extrem gut dafür eignet, sozusagen solche Sachen auszuprobieren. Und der kostet aber wahnsinnig viel Geld, sozusagen den zu mieten. Und wenn ich jetzt als Künstler komme, selbst wenn ich Projektgelder habe, um das mal auszuprobieren oder mal 3 Monate mich nur damit zu beschäftigen, ist es trotzdem schwierig, in so einem Raum, der so teuer ist, zu proben. Und deswegen ist die Idee sozusagen, dass man in diesem kleinen Raum probt, wie funktioniert das, und das sozusagen hochskaliert auf große Räume und dann quasi nur noch für 2 Finalprobentage da reingeht und dann sozusagen sofort für die Show. Genau. Und zum anderen irgendwie auch gucken kann, irgendwie, wie reagiert mein Publikum da drauf. Also gerade Genres, die vielleicht jetzt nicht so, elektronische Musik ist natürlich immer sehr, sehr leicht oder so, da ist das Publikum also sehr offen für solche Neuerungen. Andere Bereiche wie Klassik oder Jazz oder so sind dafür irgendwie nicht so offen, also so traditionell nicht so offen. Und das ist irgendwie ganz gut, da auch zu sehen, was macht mein Publikum damit? Oder entwickle ich vielleicht irgendwie was, wo ich mit meiner Audience sozusagen so eine Crossover-Audience irgendwie erreichen kann? Und das ist ganz gut, das für kleine Räume, glaube ich, auszuprobieren. Genau. Dieser Raum soll dann eine Mischung sein aus einem Coworking-Prinzip, also dass man sich dort einen Arbeitsplatz sozusagen für aber wenig Geld, damit eben auch da die Hürde nicht so groß ist, dass man sich dort irgendwie in diese Community quasi mit einmieten kann. Und das soll aber auch dort irgendwie ein großflächiges Workshop-Netz geben. Also da gerne auch den Verband nochmal anschreiben, wenn ihr Interesse habt. Dann mache ich hier mal weiter mit meinen Slides. Ich weiß nicht, wem sagt das irgendwas? Das ist, super, ne? Das ist eine Kampagne von den Gorillas, als die das Humans-Album rausgebracht haben. Und es ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Ich lasse jetzt einfach mal den Clip laufen, weil der sagt eigentlich alles, da brauche ich mich nicht noch doppelt und dreifach jetzt euch das sagen. Genau, Sound. Ah ja. Ich hatte vergessen, dass da noch was im Hintergrund lief. Warte jetzt mal ganz kurz. Na, geht das da nicht aus? Kann man in den Bildschirm mal reinklicken? Ja, klicken. Das pausiert das. Ach so. Gut. Und... geht sofort los. How do you welcome back the world's greatest virtual band after a 7-year hiatus? You put on the world's most mind-blowing virtual house party. First, we built a house. A mixed reality kind of virtual house. That it raises the line between reality and gorillas. And immerses fans in gorillas lore like never before. Then, we threw a party. Over 500 global, geolocated, augmented reality kind of parties. 125,000 fans around the world searched for the AR house in 146 countries to stream the new album, Humans, together for the first time. Fans and the press alike have gone bananas. Everybody's talking about gorillas. Humans album release is a global success, hitting the number one spot in over 30 countries. Nice way to retain the title of the world's most cutting edge band. Yeah.
Ja, also wenn man das ist jetzt bloß kurz angerissen worden, aber es war dann tatsächlich so, dass man sozusagen in der jeweiligen Stadt, wo man sich befand, sozusagen suchen musste, wo dieses Konzert stattfindet. Also wo man quasi diese Mixed Reality Experience unlocken konnte, also sozusagen die wirklich sehen konnte. Und es ging dann so weit, dass die zum Beispiel in Washington D.C. auf dem riesengroßen Parkgelände war dann tatsächlich die Band sozusagen, tauchte dann noch auf und spielte live. Also das wurde dann wieder nochmal in die reale Welt zurückgeholt. Aber das sozusagen als Kampagne ist natürlich auch wahnsinnig aufwendig und aber auch extrem erfolgreich. Das gibt sozusagen in ganz vielen kleinen Möglichkeiten, was man jetzt auch als kleiner Künstler umsetzen kann. Da gibt es verschiedene Companies, die das sehr gut irgendwie machen. Es gibt eine sehr gute Company in Berlin, die heißt Sehsucht. Die haben unter anderem für Mode Selector das VR-Video gemacht. Wer sich da noch erinnert, ist das auch schon 3-4 Jahre her. Die heißen Be Real, die das gemacht haben. Da kann man sich auf jeden Fall auch mal deren ganzen Kampagnen angucken und sich inspirieren lassen. Es gibt extrem viele Leute, die vor allen Dingen in London arbeiten an diesen Mixed-Reality-Geschichten. Genau, also da gibt es ganz viele Sachen, die man auch für kleines Geld, wenn man eine richtige Idee hat, wo auch so Companies sozusagen interessiert daran sind, wenn ihr eine inhaltliche Idee habt, also Content-Idee irgendwie habt, die man umsetzen kann, wo ihr praktisch bloß das Developer-Knowledge sozusagen braucht, da sind ganz viele Companies auch interessiert, sowas umzusetzen, wenn, also warten auf so spannende Ideen. Deswegen, da soll man sich, glaube ich, selber nicht unterschätzen, sozusagen, auch wenn man ein kleiner Künstler ist oder eine kleine Following erst hat oder so, einfach mal diese Leute anschreiben und sagen, hey, wir haben hier eine super Idee, habt ihr das schon mal gemacht, wollen wir das mal zusammen ausprobieren? Und nicht daran sich selber sozusagen schon scheitern lassen, dass man keinen kennt, der sowas entwickeln kann. Also, ja. Das ist ein weiteres Beispiel, jetzt auch mal mit klassischer Musik. Da geht es auch um Augmented Reality, kurz als damit ihr nicht total lost seid im Clip. Da ging es um eine Challenge. Es gibt eine Spielzeug-Company in den USA, die heißen Cube AR. Und die haben sozusagen so eine Art Schaumstoffwürfel entwickelt. Der hat bestimmte Oberflächen, also an den jeweiligen Würfelseiten sozusagen ist das mit, kann mit Sensoren ausgelesen werden, was auf diesen Würfelseiten drauf geprägt ist. Das funktioniert zum einen über die Tiefe sozusagen dieser Prägung von irgendwelchen Mustern da drauf und zum anderen tatsächlich über andere visuelle Signale. Und diese Firma hat sozusagen ein Challenge rausgegeben, was man damit noch machen kann. Wofür die das bislang genutzt haben, ist, dass man zum Beispiel als Kind diesen Würfel in der Hand hat, also wie gesagt so ein Schaumstoffwürfel, dass der ausgelesen wird über eine Kamera und dann, dass man das Gefühl hat, man würde zum Beispiel ein menschliches Skelett anschauen und kann dann genau irgendwie anfassen, wie, was ist irgendwie der Schulterknochen oder ne, also was ist irgendwie der Ellenbogen oder so. Und das ist so über so ein Educational Tool ist das ist eigentlich deren Hauptaufgabe gewesen. Und die haben das als Hackathon-Challenge reingegeben, irgendwie vor allen Dingen in der Kombination mit Musik. Und das ist jemand aus Stuttgart, Tom Brückner heißt er, ist einer so der wichtigsten Entwickler und der verrücktesten Leute, glaube ich, in Deutschland, die an solchen Dingen arbeiten, also vor allen Dingen Mixed Reality. Und der hat das zusammen mit einem Künstler, der heißt Pianuk, gemacht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ich hoffe, man sieht das hier einigermaßen. Also das ist der Würfel. Und er steuert quasi über diesen kleinen Screen, den er hat, steuert er jetzt diese Effekte. Ist jetzt da in so einem Raum gemacht, von der nicht so sexy ist dafür. Man sieht halt dann so Türen und so, man kann da nicht so richtig immersiv irgendwie reingehen. Und da sieht man sozusagen diese Struktur auf dem Würfel. Dann ist sozusagen über die Sensoren auf diesen Handschuhen werden bestimmte Audio-Triggerpunkte gesetzt, wie dann bestimmte Effekte sozusagen harmonisiert werden mit dem Sound, der über die Handbewegung kommt. Was erinnert sich das? Es gibt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Marke heißt, auch so Globes, die Mini-Signale aussenden. Ja, Mimu-Gloves. Ja.
Genau, von Imogen Heap. Also ist eine, die kennt ihr vielleicht auch noch. Irgendwie eine, hatte so ihren Höhepunkt, glaube ich, so vor 10, 12 Jahren und macht jetzt auch, hat ein ganz tolles Album gemacht und ist eine der wichtigsten, vor allen Dingen auch weiblichen Künstlerinnen, die mit Technologie sozusagen arbeitet. Die baut auch gerade eine Blockchain-Plattform auf. Da komme ich ganz kurz noch dazu. Genau, man sieht jetzt immer ein bisschen schlecht. Das ist natürlich hochkomplex sozusagen. Ich will euch damit jetzt auch nicht so zuwerfen. Man kann das nicht nachvollziehen, aber das ist ausprobiert worden mit so den wichtigsten DJs irgendwie der Welt und die haben dann konnten sozusagen über diesen Würfel dann zum Beispiel tatsächlich sowas wie Traktor steuern und du hast sozusagen eine ganz andere physische Verbindung dann zu deiner Software sozusagen und konntest darüber bestimmte Effekte irgendwie ansteuern und dann wiederum ist das in einem, deswegen sagte ich gerade, der Raum ist nicht so besonders schön gewesen, aber wenn man sich das vorstellt in der Club-Atmosphäre, wo es irgendwie dunkel ist, man hat wirklich mehrere Screens und das wird übertragen, wie der quasi virtuell mit diesem Würfel dann irgendwie ein System steuert, das hat auf jeden Fall nochmal also eine andere Dimension, wo Leute einfach Spaß dran haben. Das ist auch in der Festivalsaison mal ausprobiert worden, da ist dieser Würfel quasi hochdimensioniert worden auf eine so Beachballgröße und dann konntest du quasi, indem sich das Publikum diese Beachbälle zugeworfen haben, ist das an den Seiten von Sensoren ausgelöst worden und du konntest über diesen Ballzuwurf konntest du Töne erzeugen. Also es hat dann auch so was Spielerisches. Ist natürlich dann alles irgendwie keine, ich sage jetzt mal Hochkultur oder kommt natürlich kein toller Song raus, aber alleine so dieses Spielerische irgendwie nochmal mit Sound zu arbeiten irgendwie hat eine ganz andere Dimension. Ja, ich gehe vielleicht mal ein bisschen schneller durch, weil uns auch hier die Zeit so ein bisschen wegläuft. Robert Koch, den ihr vielleicht kennt, irgendwie ein wichtiger DJ, wie ich finde, und der jetzt einer der ersten deutschen Künstler vor allen Dingen auch ist, die mit Spatial Sound arbeiten, aber auch international. Der hat gerade eine großartige Show gemacht, die heißt Sphere, das ist das neue Album, was auf Spatial Sound produziert worden ist. Und ist damit auf Planetariums-Tour und quasi dann mit einer Half-Dome-Show sozusagen wird das dann visuell auch noch aufbereitet. Was ganz wichtig ist, das ist eigentlich ein Clip, den ich euch zeigen wollte, aber können wir jetzt auch schnell überspringen. Er hat halt auch gesagt, er hätte sich vor 2 Jahren irgendwie nie vorstellen können, wie man sowas überhaupt technisch umsetzen soll. Und das hat, also wenn man das mal sich überlegt, sozusagen, der hat einfach da Lust drauf gehabt, ihm ist das. Er hat Freunde von uns kennengelernt, die mit dem Planetarium zusammenarbeiten und dann kam diese Idee sozusagen ins Rollen und er hat sich dann das einfach selber auch drauf geschafft. Also er musste dafür jetzt auch nicht nochmal in ein großes Studium gehen. Und das ist, glaube ich, einfach eine Frage von Selbstbewusstsein irgendwie und dann die richtigen Leute ansprechen und auch keine Angst vorm Scheitern haben, dass man einfach sowas ausprobiert. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ein Künstler auch von der ein bisschen bekannter ist, dass man da sich einfach dann auch traut. Ja, wo wir bei Hilfsmitteln sind sozusagen, das ist zum Beispiel auch eine ganz spannende Entwicklung von Sennheiser, auch einem deutschen Unternehmen. Die haben ein Virtual Reality Mikrofon entwickelt, Ambio heißt es. Damit kann man sozusagen schon einen Spatial Sound aufnehmen. Es macht es natürlich erheblich leichter, das dann auch irgendwie nachzuproduzieren, also da umherum zu produzieren. Es gibt gerade mehrere Unternehmen, die daran arbeiten, für Spatial Sound auch Plattformen zu bauen, wo man diese Songs dann, also die produzierten Werke sozusagen hochladen kann, runterladen kann, nutzen kann, sich einfach nur anhören kann, wenn man das hört und die entsprechenden Kopfhörer oder das Stereosystem, also das mehrfach, also multidimensionale System zu Hause hätte. Das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung, wo man nochmal ähnlich wie in den iTunes Store oder so, wo man einfach dann bestimmte Clips auch runterladen und kaufen kann. Das gibt es momentan. Gibt es momentan alles noch nicht, ist aber in Arbeit. Sony ist da ganz weit vorne. Genau, jetzt kommen wir zu einem Punkt. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr Fragen habt. Ne? Also ich ansonsten mache ich immer weiter. Genau, dann sozusagen alles, was über Live hinausgeht, das nenne ich jetzt mal Extended Value. Da gibt es sozusagen verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das klingt jetzt vielleicht auf den, also USB Music Cards, das klingt jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen so, sind wir da nicht drüber hinweggegangen? Also an diesem Punkt vorbei schon sozusagen, brauchen wir jetzt wieder irgendwelche physischen Medien? Ist aber ganz wichtig, weil vielleicht ist euch das auch schon mal so gegangen, ihr hättet eigentlich gerne irgendwie ein Album verkauft, ihr wisst, die Leute haben irgendwie keine Stereoanlage mehr oder hören, streamen eigentlich nur noch und man hat aber irgendwie eigentlich kein schönes Medium, wie man das verkaufen kann. Das ist zum Beispiel jetzt so ein ganz banaler Grund, warum man sowas zum Beispiel nutzen könnte. Das ist tatsächlich, ist auch relativ preiswert, in einer kleinen Auflage auch schon. Man kann sozusagen diese Karten da mit dem eigenen Branding sozusagen versehen und die haben dann integriert so einen USB-Stick, das gibt es auch mit einem Flash-Drive, gibt es auch alles mit Lanyards, also man kann das dann auch mit Bändchen sozusagen haben und das kann man sozusagen verkaufen und auf dem USB-Stick ist dann quasi die digitale Musik drauf oder auch man kann das auch mit Video-Content machen. Film-Content und so weiter. Ist irgendwie eine ganz simple Idee, hat aber erstaunlich viel Erfolg. Das ist, glaube ich, ein bisschen, geht auch wieder in die Richtung, dass man sich ja zurückbesinnt auf sowas wie
Vinyl und auch jetzt Kassetten wieder und so weiter. Ich wusste zwar, dass Vinyl sozusagen jetzt extremen Zulauf hatte, aber ich habe letzte Woche gerade eine Statistik gelesen, dass 2018 im UK mehr Revenue über Vinylverkäufe gemacht wurde als Streaming, und das hat mich dann schon irgendwie umgehauen. Also das ist schon krass. Das hat jetzt nicht nur was mit den schlechten Zahlen von den Auszahlungsquoten sozusagen zu tun mit dem Streaming, sondern auch insgesamt, was sozusagen da an Wertschöpfung irgendwie möglich ist. Genau, also das mal nur so als Beispiel für Extended Value. Jetzt gehe ich mal weiter. Gerade wurde schon angesprochen, Imogen Heap hat ein Projekt gegründet, das heißt Mycelia. Und das eines der wichtigsten Projekte sozusagen, was sie seit Jahren irgendwie vorbereitet hat, heißt Creative Passport. Ich verkürze das mal alles ein bisschen, weil die Zeit knapp ist. Aber im Creative Passport, wer von euch hat davon schon gehört? Das wäre jetzt vielleicht. Ah ja, gut. Mirka kennt sich aus. Genau, also der Creative Passport ist im Grunde genommen, soll zusammenführen die Informationen, die es über einen Künstler, eine Künstlerin gibt. Und das betrifft jetzt nicht nur, sage ich mal, so eine Diskografie, also dass man irgendwie sagt, wann ist welches Album rausgekommen, welche Single, wie auch immer, was hat die für, vielleicht wann geboren, woher kommt die, keine Ahnung, sondern es geht vor allen Dingen auch darum zu zeigen, mit welchem Synthesizer arbeitet die, also mit welchen Instrumenten, mit welchen Effektgeräten. Und das ist gerade bei elektronischen, also Künstlern, die elektronisch arbeiten, sozusagen extrem wichtig, sozusagen mit welchen Effektgeräten die arbeiten. Sowas ist sozusagen, solche Informationen sind da abgebildet. Über weitere Informationen, die man da abbilden kann, kann man sich vielleicht streiten. Also so Informationen wie, ist vegan oder ist Mutter oder ist irgendwie strickt gerne oder was weiß ich jetzt so. Ne? Also so persönliche Informationen. Aber die Idee dahinter ist, dass man sozusagen oft nicht nur über die Musik connectet, sondern sich eben auch über andere Dinge irgendwie verbindet und Kollaborationspartner sucht. Und diese Idee finde ich irgendwie ganz charmant eigentlich, weil ich spiele jetzt selber nur Schlagzeug und nicht viel andere Instrumente und arbeite auch nicht elektronisch, aber ich habe öfter sozusagen überlegt, einfach aus Interesse, dass man irgendwas Interessantes in einem Song gehört hat und dachte, wie haben die das denn gemacht? Wo kommt das denn her? Was ist denn das für ein Voice-Effekt oder so? Und man kriegt diese Informationen nicht. Also ganz vor allen Dingen, wenn es sehr bekannte Künstler sind, die dann natürlich auch auf irgendwelche Social-Media-Anfragen oder so in die Richtung nicht reagieren. Und das wäre sozusagen eine Möglichkeit, auch da irgendwie rauszukriegen, was bedeutet das eigentlich sozusagen für meine eigene Kunst? Also was kann ich mir da mitnehmen? Und tatsächlich gibt es dann irgendwie auch so einen Netzwerkeffekt irgendwie von, man sucht irgendwie eine bestimmte, man sucht zum Beispiel einen Tourmanager, der bestimmte Kriterien erfüllen muss, oder man will explizit eine weibliche Sound-Engineer haben in einer bestimmten Gegend und man weiß überhaupt nicht, wo man diese Leute finden kann. Und das ist sozusagen so gedacht als Plattform, als Netzwerk-Tool, dass man dort irgendwie diese Verbindungen herstellen kann und Leute ansprechen kann, wo man irgendwie sieht, hey, auf der Tour waren irgendwie nur weibliche Sound-Engineers und ja, super, die schreibe ich einfach an, frag, ob die da irgendwie Kontakt herstellen können. Genau, also das ist so ein bisschen so die Grundidee vom Creative Passport, und dahinter liegen dann noch ganz viele andere Tools und Applikationen, die sich da so ein bisschen an diese Community mit andocken. Würde aber jetzt ein bisschen zu weit führen. Ein wichtiger Hinweis vielleicht noch, sie arbeitet seit Jahren in der Community irgendwie auch daran, über Blockchain die Monetarisierung zu vereinfachen von Songs, also sprich die Auswertung, wie oft wurde ein Song gespielt und welches Geld steht euch eigentlich als Künstler, als Autor sozusagen zu. Das soll sozusagen über die Blockchain-Technologie dann irgendwie könnte vereinfacht werden, und da ist sozusagen sich gerade als schwierig anzudeuten scheint, das sozusagen gemeinsam mit den, gerade in den großen Labels zu machen. Irgendwie haben die da quasi ein bisschen so eine eigene Community aufgebaut, die daran arbeitet, das voranzubringen. Ich gehe mal weiter. Genau, das würde ich jetzt mal nicht. Genau, also was auch wieder sehr im Kommen ist und jetzt irgendwie über verschiedenste digitale Plattformen aufgegriffen wird, sind die Liner Notes, also sprich so, was früher in den Booklets drin war, so diese Zusatzinformationen. Wer von euch vielleicht bei Amazon beim Prime irgendwie Videos oder Musik guckt, da gibt es zum Beispiel ein System, was X-Ray heißt. Ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Genau, also da kann man sozusagen verschiedene, jeweils in der Szene sozusagen kann man schauen, welche Musik wird gerade gespielt, welcher Schauspieler spielt gerade, wer hat das vielleicht auch übersetzt, wer ist der Regisseur, und man kann dann sofort sich sozusagen in diese Verzweigungen eintauchen irgendwie und schauen, so eine Journey sozusagen angeben. Ich lasse den Clip jetzt mal aus, weil dann kommen wir sozusagen nicht so richtig durch bis zum Ende.
Genau, also das, vielleicht das System irgendwie verstanden, das ist für mich als Music Supervisor irgendwie auch immer ganz wichtig gewesen. Ich arbeite auch selber an so einem Projekt. Wenn wer zum Beispiel schon mal versucht hat, irgendwo platziert zu werden mit seiner Musik in irgendeinem Film oder so, und auf meiner Seite sozusagen, da geht so viel Arbeit und so viel Geld auch rein, um so einen Song zu finden, den zu platzieren, also den über den Kunden dann irgendwie noch ewig abzustimmen und so weiter. Und das dann zu schneiden, dann kommt er irgendwie einmal ins Fernsehen oder einmal ins Kino. Und dann finden den Leute toll, aber vergessen den auch gleich und verknüpfen sich sozusagen nicht mit dem Film, der so viel Mühe gemacht hat, also mit der Musik in dem Film, die so viel Mühe gemacht hat, sie zu platzieren. Und das ist sozusagen eine Variante jetzt über dieses TunesMap, dass man da zum Beispiel auch sieht, hey, das ist eigentlich ein Song, der hat irgendwie seinen Ursprung irgendwie in den 50er Jahren oder vielleicht aus den 50er Jahren, dann aus den 20er Jahren oder so. Und dass man dort diese Journeys irgendwie ansteuern kann und tatsächlich sich auch sozusagen beim Hören einfach neue Musik entdecken kann, was natürlich das Potenzial irgendwie nochmal erweitert, irgendwie, dass man die Tiefe der eigenen Musik sozusagen wirklich auch dem Zuschauer sozusagen mitteilen kann, weil keiner von denen wird irgendwie, also wenige von denen sind so leidenschaftlich, dass die ins Netz gehen und wirklich recherchieren, wo kommt das Sample her und so. Und das sind sozusagen solche Tools, wo man dann wirklich nochmal den Horizont so aufmachen kann. Und speziell auf das, was ich gerade gesagt hatte mit der Platzierung in Film oder in Advertisement oder so, da ist es total wichtig, dass du die Leute da, wo sie emotional auch eine Verbindung hergestellt haben zu einem Song, weil sie die Szene toll fanden oder da vielleicht sogar geweint haben oder die besonders emotional fanden oder so, dass sie da sozusagen diese emotionale Verbindung zu dem Song dann übertragen auf, ich schreibe mich auf den Newsletter ein oder ich gucke, wann die auf Tour sind oder so. Und dafür gibt es noch nicht so richtig Tools. Und die, da sind wir so zum Beispiel jetzt gerade dran, mit dem Team sowas zu bauen, dass man tatsächlich sozusagen, wenn man im Kino war oder so, das gibt es ja mit Shazam sozusagen so am Anfang, dass man zumindest weiß, wo kommen die Sachen her. Aber dann sozusagen direkt den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich will jetzt sofort auf alle Social-Media-Kanäle von diesem Künstler drauf oder will sofort über Songkick oder vergleichbare Tools auf die Tour drauf geschaltet werden und wissen, wann die in meine Stadt kommen. Das sind sozusagen so Shortcuts, die Leute, wie ihr wisst, oder man selber ja auch, hat ja irgendwie eine immer kleiner werden zu scheinende Aufmerksamkeitsspanne und man verliert sich dann so ein bisschen im Dschungel dieser Informationen und da sozusagen sofort die Leute zu greifen, wenn die gerade irgendwie was toll finden, das ist eigentlich so das Ziel. Eine weitere Extended Value Kategorie ist sowas wie Personal Experiences, die meiner Meinung nach da drin sind, 30 Seconds to Mars, und jetzt gerade nicht mehr so top aktuell, aber eine Zeit lang waren die ja extrem hoch im Kurs, auch als Jared Leto irgendwie dann noch einen Oscar gewonnen hat und so weiter. Und die haben das irgendwie mega clever gemacht. Also die haben auch eine extrem, loyale Followschaft, so, also Audience. Hat natürlich auch ein bisschen viel über so Teenies und Mädchen und so. Das scheint ja sozusagen historisch gesehen irgendwie immer ein sehr dankbarer Markt zu sein. Und die haben das aber extrem gut aufgebaut. Die haben eine eigene Veranstaltungsagentur im Grunde genommen gegründet, die heißt Adventures in Wonderland. Da sind auch andere Künstler drauf und nicht nur 30 Seconds to Mars. Und die verkaufen personalisierte Experiences. Also du kannst irgendwie bei einem Konzert zum Beispiel während des Soundchecks kannst du kaufen, dass du sozusagen schon im Stadion sein kannst oder in einem Konzertvenue sein kannst. Und das hat dann so absurde Zahlen irgendwie produziert, dass als die das letzte Mal in Düsseldorf, glaube ich, war das, gespielt haben, in so einem Fußballstadion, also da passten dann 70.000 Leute rein, und die haben irgendwie 2.500 Tickets verkauft mit einem Preisschild von irgendwie 100 Euro dafür, dass sozusagen Leute 5 Stunden früher auf dieses Feld konnten und den Soundcheck sich angehört haben. Wenn man das mal hochrechnet, was das für Geld ist, das ist völlig absurd. Und dann haben sie so zum Beispiel über eBay, auch auf All Places, aber haben sie zum Beispiel verkauft, dass man mit Jared Leto auf der Akustikgitarre im Trailer sitzen konnte und der dann 2 Songs akustisch vorgespielt hat. Und das wurde für jedes Konzert, also für nicht alle Konzerte, aber für viele Konzerte, wurde das auf eBay versteigert und das hatte irgendwie Preise bis zu 6.000, 7.000 Euro, wo praktisch eine Person dann mit dem da sitzt und der spielt 2 Songs auf der Gitarre. Das ist natürlich grenzwertig Prostitution, ne? Also so, aber ich sag bloß so, also man kann das ja in andere, also einfach die Ideen nehmen und das für sich mal irgendwie schauen, was macht das für mich, wo würde das bei mir Sinn machen? Also es gibt ja Sofakonzerte und so weiter, das ist ja jetzt auch nicht viel was anderes sozusagen, dass man sich sozusagen diese persönliche Grenze sozusagen so ein bisschen aufweichen lässt und die Leute in sein eigenes Leben irgendwie reinholt, auch wenn es vielleicht dann bloß das Fake-Leben ist, weil es ist ja nicht das eigene Sofa, ne? Oder das eigene Wohnzimmer, aber sozusagen so diese als persönlich wahrgenommenen Experiences sozusagen daraus
Also sich tatsächlich irgendwie darum Ideen zu machen, das einzubinden in die Gesamtkampagne, ist, glaube ich, durchaus sehr smart. Wie gesagt, die haben das jetzt extrem, also zu so einer Maschine gemacht. Die haben ein eigenes Camp, das heißt dann Mars Camp. Da kannst du quasi für 2 Tage dann irgendwie hin und kannst da campen mit einem Zelt oder in so einer Hütte und so weiter. Und dann kannst du Yoga machen mit Jared Leto. Das kostet aber irgendwie aufs Wochenende 3.500 €. Und das ist so krass, sozusagen, wie viele Leute das machen. Jetzt gerade haben sie in Kroatien auf einer Insel machen sie ein komplettes Wochenende. Das ist dann Mars Camp Croatia. Und das ist alles, also das erzeugt so ein Geld, was jenseits von der Musik irgendwie liegt. Ich will es bloß sagen, sozusagen als Idee, glaube ich, grundsätzlich nicht schlecht. Man muss dann bloß so sein eigenes Verhältnis dazu finden, was macht für meine Musik, für meine Kunst, für mich als Artist irgendwie Sinn. Aber ich glaube, die Grundidee ist schon nicht verkehrt. Die Leute wollen halt sozusagen als Einzelperson wahrgenommen werden, obwohl das natürlich eine Illusion ist. Genau, jetzt kommen wir mal, also wie gesagt, ich mache jetzt erstmal ein bisschen schneller, damit ihr noch Fragen stellen könnt. Ganz, ganz wichtig ist ja völlig klar sozusagen Marketing und das Nutzen von Analytics. Eine der wichtigsten deutschen Companies in diesem Bereich ist StageLink. Wer von denen hat von denen schon mal gehört? Wahnsinnig erfolgreich, sind mittlerweile irgendwie in den USA eigentlich mehr angekommen, haben auch ein bisschen ihr Businessmodell sozusagen verändert. Was die gemacht haben, ist, die haben im Grunde genommen ausgewertet über den Zugriff auf Webseiten und auf über Streamingportale, haben die geguckt, wo sitzen eigentlich eure Fans. Und man macht ja, also es hat sich ja leider so entwickelt, dass fast nur noch, gerade Bands, die so im Kommen sind, irgendwie fast nur noch 3, 4 Tourtermine irgendwie in Deutschland dann machen. Also gerade auch so mittlere Bands, sag ich mal so, die, auch britische Bands oder so, die kommen dann hauptsächlich irgendwie Berlin, Hamburg, Köln, München. So, dann wird da nochmal eine Stadt irgendwie variiert, aber das ist es dann im Grunde genommen. Und die armen Menschen, die irgendwo überall dazwischen leben, können dann irgendwo hinfahren. Und es gibt ja ganz absurde Gründe, warum sozusagen eine Band in einer Stadt besonders erfolgreich ist, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Und die haben sozusagen über einen wirklich einen cleveren Algorithmus das ausgewertet, quasi die Zugriffe auf Streaming-Portale, wie gesagt, und auf die eigene Webseite der Künstler und Social-Media-Kanäle und so weiter. Wo sitzen dann eigentlich meine Fans? Und die haben die Tourplanung daran orientiert. Also, wenn ich plötzlich irgendwie 300... Unique Visitors sozusagen aus Hannover hatte. Und dann hat man irgendwie gesagt, ja, warum machen wir da nicht eine Tour in Hannover? Und so haben die quasi ihre Tourpläne dann organisiert. Haben das dann kombiniert irgendwie noch mit so ähnlich wie Crowdfunding-Ansätzen, dass man gesagt hat, hey, ihr 300 Leute in Hannover, ihr habt ja irgendwie ganz eifrig hier diese Band geklickt, wäret ihr dann auch bereit, so ein Ticket zu kaufen? Dann sind die quasi in den Presale gegangen und haben gesagt, wir verkaufen die Tour, bevor wir überhaupt einen Tourtermin haben. Na, also solche Tools sozusagen, wo man wirklich dann das mag, wo man seine eigene Tourplanung nicht hofft, dass irgendwer dann kommt und ohne Ende Geld drauf wirft, dass man das noch bewirbt, dass man in der Stadt ist, sondern eigentlich so ein bisschen rückwärts und geguckt hat, wo sind denn Leute bereit, für mich eine Konzertkarte zu kaufen? Genau. Ja, wichtiger Punkt, also ich gehe jetzt mal hier kurz weiter, alles schaffen wir jetzt leider nicht. Ja, ganz wichtig, vielleicht das versuchen wir nochmal, ob ich das nochmal digital hinkriege. Also, wichtige Company, wie ich finde, die heißen Rotor Videos, sind aus Irland, sitzen aber in London. Die machen mit Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz und Machine Learning machen die Echtzeit Musikvideos. Jetzt ist ja das Musikvideo so ein bisschen wieder im Kommen. Lange Zeit war das ja irgendwie so ein bisschen, hat sich das ja so schlafen gelegt, auch aufgrund der horrenden Produktionskosten, die man ja über Jahre irgendwie da als Preisschild drangehangen hat. Und das ist aber sozusagen immer stärker, es wird immer wichtiger, wie ja dieser Ausspruch hier auch zeigt, sozusagen, if you're not being seen, you're not being heard. Und das ist tatsächlich eine Plattform, die man super einfach bedienen kann und womit man sich ein Video machen kann, was man jetzt nicht mit einem eigenen Filmteam oder so mit hohen Kosten verbunden ist. Ich versuche mal, ob wir das jetzt in Echtzeit hinkriegen. Wenn nicht, dann müsstet ihr das mal zu Hause machen. Achso, jetzt muss ich natürlich wieder... jetzt mal auf links nach rechts denken, das ist so... Also wie ihr gerade gesehen habt, ne, das bittet mich jetzt darum, sorry, jetzt seht ihr hier alle meinen unaufgeräumten Posteingang. Also Song auswählen, ich habe jetzt mal, ich will nicht nach Berlin genommen, weil, ne? So, das ist jetzt ausgewählt worden. Jetzt kann ich sozusagen auswählen, jetzt lädt es den Song hoch. Ich hatte das vorhin schon mal vorbereitet, jetzt kann ich sozusagen hier auswählen,
wie lange mein Video sein soll. Ich versuche jetzt mal hier nur was Kurzes zu machen, weil wir ja nicht so viel Zeit haben, aufs Rendering zu warten. Also der nimmt jetzt quasi nur 30 Sekunden aus dem Clip und macht daraus was. Das save ich jetzt so. Dann suche ich mir jetzt aus, entweder kann ich mir jetzt eigene Bilder aussuchen, da werde ich euch jetzt verschonen mit meiner Bilder, mit meinem Bilderalbum. Aber es gibt sozusagen hier die Möglichkeit, kostenlose Stockclips zu nehmen. Ja, das klingt jetzt alles erstmal ganz schrecklich, aber es sieht tatsächlich ganz schön geil aus am Ende. Habt ihr irgendeine Idee hier? Wir nehmen mal das. Wie bitte? Das kannst du kombinieren, ist nicht zu empfehlen, weil es natürlich einen bestimmten Look haben soll. Hier kann man sozusagen jetzt bestimmte Images, ich wähle das jetzt einfach mal aus. Ups, was hat es jetzt gemacht? Warte. Genau, also ich wähle das jetzt hier einfach mal aus, was ich an Bildern haben will. Dann sage ich hier oben dann. Dann sage ich irgendwie, ich möchte hier noch einen bestimmten Videostyle haben. Hier Long Cuts, ne, so No Style, Don't Move, Director's Cut. Also gibt es so verschiedene witzige Sachen. Ich mache jetzt mal Underground. Use the Style. Und jetzt generiert er uns das. Jetzt muss er das ganz kurz rendern. Das geht relativ schnell. Ich hoffe, das Netz macht hier mit uns mit. Genau, wir lassen das mal ganz kurz rendern. Es geht irgendwie relativ zügig, wie ihr seht. Genau, das ist natürlich auch wie bei allen Tools, irgendwie muss man sich da auch ein bisschen reinfinden, sozusagen, dass man da den richtigen Style irgendwie findet. Man kann das, aber dadurch, dass das so schnell geht, kann man natürlich ein bisschen ausprobieren. Und dadurch, dass es kein Geld kostet, also außer man nutzt jetzt sozusagen kein kostenloses Footage, ist es natürlich eine Frage von Zeit einfach nur, dass man sich selber irgendwie aussucht, was einem gefällt. Aber es ist sozusagen kein Kostenfaktor, dass man irgendwie das Team nochmal zum Dreh holen muss, weil es irgendwie gerade geregnet hat an dem Tag. Aber ist das rechtmäßig? Also das ist ja sozusagen dein eigener Song. Ja. Das, also, genau. Aber wenn jetzt von da zum Beispiel Bilder nimmst. Das ist jetzt Free Stock Footage gewesen. Ach so, okay. Genau, und wenn du sozusagen Bilder nimmst, die was kosten, dann musst du halt dafür die Lizenzen holen. Genau, und wenn du sozusagen deine eigenen Bilder nimmst, genau. Es geht ja hier auch vor allen Dingen um so Schnittprozesse. Ist das mit so Nutzungsrechten? Alles abgesichert, dass die Nutzungsrechte bei einem selbst bleiben. Ja. Genau, also die laden das auch nicht hoch, außer du möchtest es. Also es wird sozusagen nicht wieder abgebildet, was du dann produziert hast. Und das ist auch sozusagen in deinem Vertrag drin, dass du das dann wiederum nutzen kannst. Es gibt davon, also es ist total krass, die haben gerade einen Deal gemacht mit Universal, irgendwie über 2000 Videos, also für Universal-Künstler. Und so, jetzt gucken wir mal. Jetzt hoffen wir mal, dass das nicht ganz so peinlich ist. Also, wie gesagt, es war ja jetzt so ein bisschen schnell da, diese Bilder und so. Ne? Man müsste sich natürlich was viel Dynamisches für diesen Song jetzt aussuchen. Aber das ist ja eine Sache, die kann man sozusagen jetzt selber sich zusammenbauen wie aus so einem Baukasten. Aber grundsätzlich, dass das so schnell geht, dass du ein fließendes Musikvideo im Grunde genommen hast, finde ich schon ziemlich beeindruckend so. Und wie gesagt, kostenfrei. Ja, also eine Sache, genau, da ist jetzt auch ein Wasserzeichen drauf, also man muss das schon für bezahlen. Genau, also das ist sozusagen ein Service, aber das kostet, also als Tool, und dann ist es aber deins. Also die nehmen keine Royalties davon. Und das gibt es sozusagen in verschiedenen Paketen. Wie viel war das? 30 Dollar steht da. Und kann man, Entschuldigung, das ist super interessant, kann man da dann auch chronologisch sagen, erstmal diese Footage am Anfang und die am Ende? Ja. Cool, alles klar. Und du kannst dir halt auch bestehende Sachen, also wenn du zum Beispiel angefangen hast und wolltest dir einen Full-Length-Clip haben, also zum Beispiel der Song war jetzt, glaube ich, 3:06 oder so lang, wenn du sagst halt, du willst es fürs Komplette und sagst dann, okay, eigentlich bräuchten wir jetzt noch so einen Teaser-Trailer, beziehungsweise du hast zum Beispiel ein Filmprojekt, wo jemand deine Musik für einen Trailer nehmen will, dann können die das halt auch wieder zurückschneiden. Ne? Also kannst du sozusagen immer bestehende Sachen dann abspeichern und darauf wieder aus deiner eigenen Bibliothek sozusagen wieder und wieder zurückgreifen. Und ich finde halt, also nochmal ganz kurz zu diesem Universal-Deal sozusagen, also das finde ich schon bezeichnend sozusagen, also
das ist für die, die haben natürlich ganz andere Sätze, die zahlen natürlich keine 30 Dollar da pro Dings, weil die haben natürlich ein ganz anderes, dann wie die das benutzen und so weiter, da nimmt natürlich die Company dann, also diese Company auch ihren Cut davon, aber daran sieht man sozusagen die Verhältnismäßigkeit von Zeitinvestment sozusagen, dass man, also gerade Lyric-Videos ist ja ein ganz populäres Genre, mit mir macht das irgendwie gar nichts, aber offensichtlich finden das andere Leute wirklich total wichtig und toll und gucken sich das an auf YouTube, und alleine so Lyric-Videos damit zu machen, irgendwie, das ist so super einfach und super schnell und das kann in einem Tempo rausgehauen werden sozusagen, was offensichtlich selbst auf einem Level von einem Universal sozusagen total Sinn macht, das so zu automatisieren. Ein ähnliches Prinzip gibt es bei einer Company, die heißt Scored. Jetzt bin ich schon wieder hier mit meinem... Achso, ich muss ja wieder hier raus. Na. Och, ey. So. Genau, bei Scored ist es zum Beispiel so, das ist quasi der andere Weg, da wird auf bestehendes Filmmaterial wird der Song draufgeschnitten. Und da kannst du dir, also du hast jetzt zum Beispiel, also das kann ich jetzt gerade live nicht, leider, das ist in einer Beta-Version, die ich leider auf meiner Festplatte hatte, die ich jetzt vergessen habe. Da ist es zum Beispiel so, dass du einen Videoclip, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an den, das war ein Kino-Ad mit so einem Transformer, also wo aus dem Zitronen irgendwie dann so ein Transformer wurde. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner sich daran erinnert. Ja. Und der ist zum Beispiel mit dieser Software gemacht worden. Das ist echt total krass, also weil die haben sozusagen dieses Footage gemacht, haben dann das CGI mit reingenommen, also wie halt eben aus diesem Auto dann dieser Transformer wird, und darauf brauchten die irgendwie Musik. Und das war irgendwie im Grunde genommen impossible, irgendwie das zu machen mit einem Live- Orchester oder mit einem Live-Musiker, und deswegen haben die das sozusagen mit AI draufgeschnitten. Und Scored machen eben genau sowas, die finden dann irgendwie Musik, da kannst du dir auch wieder aus Stock, also aus Library-Musik das raussuchen, oder du kannst deinen eigenen Künstler in die Engine sozusagen hochladen, und dann kann das, dann zeigst du sozusagen dem System deinen Clip, also wie sich dort die Bilder bewegen, das wertet dann wirklich genau aus, mit welcher Dynamik diese Bilder sich bewegen, wann ist da ein Cut in dem Film oder in diesem Clip oder so, und darauf wird die Musik geschnitten. Und das kannst du dir in verschiedenen Stufen und auch mit verschiedenen Genre-Anwandlungen sozusagen dann so lange hinbasteln, bis dir das gefällt. Aber das ist wirklich so unendlich viel. Also wer irgendwann mal 2, 3, 4 Tage im Schnittraum gesessen hat, um Musik auf einen Film zu schneiden, ja, der weiß das auf jeden Fall zu schätzen. Und ich will sozusagen nur noch mal darauf eingehen, diese Warnung irgendwie, dass künstliche Intelligenz uns alle obsolet machen wird. Also das ermöglicht euch sozusagen an so viel mehr Orten stattzufinden, als es vorher jemals möglich war. Also deswegen, ich will jetzt nicht die Technologie immer sozusagen loben, da gibt es bestimmt auch viel Schindluder und so weiter, aber macht die euch zum Nutzen sozusagen, also die Technologie ist eigentlich euer Freund sozusagen, das, man muss das bloß richtig zu nutzen wissen und an der richtigen Stelle sozusagen das für sich in seine eigene, in seinen eigenen Schaffensprozess mit einbauen. Dann springe ich jetzt auch einfach mal zum Schluss, weil es ist ja auch vor knapp. Genau, also um das nochmal zusammenzufassen, also für mich sind sozusagen 4 Dinge ganz wichtig, um als Künstler irgendwie zu wachsen. Das eine ist natürlich authentisch sein, also nicht auch bei Technologieauswahl oder der Verbindung irgendwie mit anderen Genres oder mit anderen Disziplinen sozusagen. Authentisch bleiben ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Das merkt die Audience sozusagen in den meisten Fällen, dass das irgendwie aufgesetzt ist. Das, und mal abgesehen davon, dass es, glaube ich, auch ein schweres Leben ist, sich zu verstellen. Das zweite ist irgendwie be bold, also irgendwie mutig sein, Sachen auszuprobieren. Es ist nicht schlimm, wenn ihr irgendwie nicht auf Spatial Sound produzieren könnt. Das geht schnell. Das kriegt man, schafft man sich drauf, probiert es aus, und wenn es doch irgendwie mit der eigenen Kunst oder mit der eigenen Persönlichkeit nicht zusammenpasst, dann hat man vielleicht mal einen Monat Zeit investiert, aber sozusagen Sachen ausprobieren und auch wirklich Leute um Hilfe fragen, wo ihr spannende Sachen irgendwie seht. Wie habt ihr das gemacht? Können wir uns irgendwie treffen? Könnt ihr mir das mal zeigen? Die meisten haben total Lust, sich dazu auszutauschen, auch die größeren Künstler. Das dritte sozusagen, be innovative, das ist sozusagen das Wichtigste, was ich allen nur mit auf den Weg geben kann. Ich weiß, dass es schwierig ist, in der Landschaft sozusagen gerade durchzusehen. Das ist für uns auch schwer und ich mache nichts anderes sozusagen. Und das ist aber, glaube ich, ganz wichtig. Es muss immer mehr Leute wie jetzt das, was wir machen, sozusagen geben, damit man Ansprechpartner hat. Und das betrifft sowohl die Schulen, also SAE, BIM, wie auch immer, die Festivals, und alle versuchen das eigentlich auch. Also wirklich diesen Pool an Wissen sozusagen irgendwie zu verteilen und irgendwie auch aufzubereiten für ein bestimmtes Level. Also an welchem Punkt steht man irgendwie in seiner Karriere oder auch in seiner persönlichen und beruflichen Laufbahn.
ganz wichtig auch für die Leute, die zum Beispiel gerade eine Ausbildung machen, um in der Wirtschaft sozusagen unterzukommen oder Musikindustrie. Es werden total dringend Leute gebraucht, sozusagen in diesen Technologieunternehmen, die beides verstehen. Also die den Künstler verstehen, die Industrie verstehen, die gerade eben auch so Fragen wie Copyright verstehen und die aber irgendwie Bock haben, sich mit Technologie auseinanderzusetzen. Deswegen, das ist irgendwie, es gab nie eine bessere Zeit für jemanden, der das studiert hat, wenn man Bock hat auf Technologie. Und das Letzte ist sozusagen Collaborate. Und das kann ich auch nicht oft genug irgendwie betonen. Ich habe es ja schon mehrfach irgendwie erwähnt, es gibt total viele Companies, die wirklich suchen nach Künstlern, weil ohne den Content ist es irgendwie alles nur, braucht man das alles nicht machen. Es gibt ganz viele Startups, die Musik irgendwie sexy finden, Musik und Film vor allen Dingen auch. Irgendwelche Ideen irgendwie sich ausspinnen beim Bier oder weil die Freundin das schon immer irgendwie gestört hat, weil sie irgendwie irgendwas so nicht hören konnte, wie sie so. Und da denkt man sich irgendeine Idee aus und das hat mit dem Markt nichts, oftmals nichts zu tun. Das hat vor allen Dingen auch mit den Bedürfnissen der Künstler nichts zu tun. Und deshalb ist total wichtig, dass ihr euch als Künstler oder ihr euch als Leute, die sich in dieser Industrie bewegen, irgendwie, dass ihr gehört werdet und dass ihr sozusagen diese Zusammenarbeit sucht. Und das ist vielleicht der fünfte Punkt, den ich hier nicht aufgeschrieben habe. Macht, also wirklich verschafft euch Gehör. Also was braucht ihr als Künstler? Wo hapert es bei euch? Und sprecht Leute an, die irgendwie an, also wir machen mehrmals im Jahr so Hackathons, wo man tatsächlich sich austauscht zwischen Künstlern und Developern, dass man sagt, das ist ein echtes Problem, was ich als Künstler habe in meinem täglichen Leben oder in meinem Schaffensprozess oder so. Und das brauche ich irgendwie, da bräuchte ich eigentlich eine geile Lösung für. Und es gibt genug Developer, die nur nach solchen Herausforderungen irgendwie suchen. Dafür muss es natürlich Ökosysteme geben, die das irgendwie ermöglichen. Aber deswegen, also verschafft ich da Gehör. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, um jetzt mal zu so einem ganz einfachen Beispiel zurückzukommen, wenn ihr das Gefühl habt, eure Abrechnungen stimmen irgendwie alle nicht und irgendwie das fetzt alles nicht und man quält sich durch Excel-Sheets und irgendwie erzählen einem immer das Label oder welchen Partner auch immer ihr habt, dann sucht entweder nach Tools, die das irgendwie automatisiert besser können oder sprecht es mit eurem Team an. Und also wir hatten ganz oft die Fälle irgendwie, dass wir einen Künstler getroffen haben und irgendwie erzählt haben von irgendeiner Innovation, irgendeiner Technologie und die gesagt haben, ja geil, das will ich auf meiner Tour haben, das mache ich sofort. Und dann hat das Label gesagt, ja nee, also irgendwie verstehen wir nicht so richtig, was macht ihr da genau? Und dann sozusagen hat der Künstler aber darauf bestanden und hat gesagt, nee, ich finde das aber spannend, ich will das ausprobieren. Das betrifft vor allen Dingen größere Künstler, die haben natürlich dann nochmal mehr Stimme, aber wo halt, also wir haben mit einem Künstler zum Beispiel bei Universal auch gearbeitet, wo der Künstler dann am Ende durchgesetzt hat, dass bestimmte Sachen auf seiner Tour umgesetzt wurden, auch im Bereich VR und AR. Und das kann, egal auf welchem Level ihr seid, sozusagen fordert es von euren Teams ein. Also wenn ihr einen Manager habt oder wenn ihr einen Verleger habt oder so, die sollen sich orientieren, die sollen sich, und dann sollen sie uns fragen sozusagen, wenn ihnen nichts einfällt. Aber das wirklich einfordern als Künstler, weil es gibt total viele Tools da draußen, die euch das Leben so viel leichter machen könnten und gewährleisten können, dass ihr davon leben könnt, woran ihr arbeitet. Man muss die Sachen bloß finden und kennen und anwenden. Und das verstehe ich total, dass dafür nicht alle Zeit haben. Aber es gibt genug Leute wie mich irgendwie, die man fragen kann. Ja. Das Wort zum Sonder. Gibt es denn noch Fragen? Bestimmt, oder? Hat es denn irgendwas gebracht? Ja. Hab ich irgendwas nicht beleuchtet, was euch total interessiert hätte? Ich habe zwei Line-Fragen. Ich fühle mich gerade voll auf zwei. Das eine ist dieser Würfel, der hat mich an dieses Trigger-Mitte erinnert, diese Bewegung, was ja irgendwie auch als Workshop ist. Und das andere zweidimensionale Ziel von der Panoramaregler im Mischpult ist ja zu sagen, es ist jetzt eine Line-Geschichte. Also ein akustisches Instrument ist ja schon dreidimensional oder x-dimensional. Das ist was, Instrument? Ein akustisches Instrument. Also ja. Zum Beispiel auch eine Trommel, eine Trommel oder so. Ja, das Problem ist ja sozusagen, wie nimmt man es ab und wie reproduziert man es? Und das ist sozusagen an der Stelle stehen. Also das ist bei mir so als Gedanke, den ich mit rausnehme, diese anderen Sachen, die nehme ich auch mit raus. Wir sind zu zweit hier, also ich verstehe nur ein bisschen. Wir verstehen alle immer nur ein bisschen. Das ist ja auch irgendwie ganz beruhigend, wie ich finde. Da kann man sich ja immer noch besser austauschen. Ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann fragt mich auch gern persönlich danach oder schreibt mir eine E-Mail. Achso, ich kann euch nochmal hier meine E-Mails zeigen. Ja. Genau. Das war's auch.